Knoti von Zoobind. www.zoobind.de. Kann man einfach lösen und wiederverwenden, die Schnüre. So, liebe YouTube-Freunde, da sieht man nochmal das Knoti und hier am anderen Ende, so sieht es aus, die Schnur nachher vom Binder. Das war jetzt ein Raummeter, was ich da bunt gekehrt habe, und es geht eigentlich ganz einfach. Man tut die Schnur nachher wieder reinlegen, geht her, mit dem Ende durchziehen, bis es fest ist. Und dann tut man einfach, geht man rum, so, und das Ende, was ich hier habe, einfach dazwischen unten durch. Ja, der Vorführeffekt. Das ist nachher im Prinzip so aussieht. Ist jetzt ein bisschen blöd, weil ich es reinhebe. Am Holz geht es besser. Und da braucht man nachher eigentlich bloß am Ende hier ziehen und dann ist der Bund wieder offen. Geschickte Sache.